klauen. Wusst mir doch sicher nichts, oder? Ach. Gleich. Cool. What? Habe ich überhaupt schon Licht angemacht? Ja, habe ich. Wo ist denn da? Hier. So. Mehr Türen. Ach, direkt. Die Musik und direkt so eine Clownspuppe hinter mir, ne? Die Clownspuppen sind ja prädestiniert dazu sein. So, warum will man... Eine Fernbedienung. Ich habe doch einen Fernseher. Ich habe doch einen Fernseher. Das ist ein tolles Programm hier. Ja. Na komm dann. Ah, Batterien. Das sind voll. Sonst auch noch eine Tür. Und ein Lichtschalter. Ein Lichtschalter. Na gut, dann nehmen wir mal die Notiz. Wurde nachts wieder von Geräuschen im Haus wach. Allerdings habe ich sie dieses Mal auch sehr deutlich gehört. Notiz an mich selbst. Hör auf, dir immer wieder selbst Notizen zu schreiben, die du dir dann nachher selbst zusammensuchen musst. Das ist keine gute Idee. Das verbraucht nur unnötig Zeit. Es gibt Leute, die schreiben Tagebücher. Da haben sie wenigstens alle ihre Notizen beisammen. Aber nee, der Typ muss hier einzelne Seiten notieren und die dann im ganzen Haus verteilen, damit dann jeder diese Notizen lesen kann, obwohl nur er selbst die Notizen liest, weil ja sonst kein Schwein hier ist. Er hat ja keine Freunde, die ihn besuchen könnten. Jetzt ist es wieder hell. Jetzt kann ich eh nicht. Jetzt kann ich eh nicht weiter. Muss ich hier still ausharren, bis. Das sind Strohballen? Heuballen? Da hinten. Bis es dunkel wird, aber das geht offenbar eh relativ zügig. Aber ich habe keine Schüssel mehr. Das war mein allerletzter Schalüssel. Ja, bitte. Sie wünschen? Einfach aufgelegt. Einmal klingeln lassen und dann direkt auflegen. Na, ich hasse solche Leute. Oh, ich erspare mir jetzt einfach mal die Telefonkosten, indem ich den einmal anrufe und einmal klingel. Wenn der jetzt nicht mehr dran ist hier. Einfach klingeln lassen, damit er mich zurückruft und dann muss er zahlen, ne? Weißt du was, wenn du jetzt auch mal anrufst, ja, dann kannst du mich mal. Na Glück. Leg mich am Arsch! Ich gehe da jetzt nicht ran. Kannst du mich mal. Dann schauen wir mal hier hoch. Ist noch ein Telefon. Du hast jetzt Pech. Sendepause. Ich gehe da nicht dran. Es ist schon ziemlich provokant, oder? Wenn ich jetzt zurücklaufe, nämlich. Ja, weißt was? Komm. Ist mir wurscht. Also, diese Wände hier in diesem Haus müssen ja ziemlich dünn sein. Dämpfen das, oder ist das hier. Nee. Noch verschossen. Dieses Telefon. Ich war doch. Und da ist hier noch ein Telefon drin. Nee. Also ich denke schon, das müsste es da unten gewesen sein. Da hier ist noch eins. Aber nee. Das sind ziemlich dünne Wände, wenn ich das Telefon hier immer noch höre. Oh, können wir wieder hier. Das Ankleidezimmer der Lady. Na, hier waren. Die Batterien habe ich schon genommen, ne? Glaube ich. Sehe nichts. What?
Telefon macht mir Wahnsinn. Ich hatte nie keiner was von Anrufbeantworter gehört. Meine Herren. Es ist ziemlich genau hier unten, ne? Glaube ich. Ja. Wenn du jetzt nicht mehr dran bist, ne? Ich find deine Adresse raus. Und dann sperre ich dich hier in diesem dämlichen Haus ein. Versteck dann das Telefon in irgendeinem Kackzimmer. Versteck die ganzen Schlüssel. Und dann kannst du mal hier selbst suchen, während ich dich die ganze Zeit anrufe. Jetzt klingt ein anderes. Sag mal. Hat der hier mehrere Telefonanschlüsse oder? Ich sehe nichts mehr. Licht, bitte. Oh Gott. Licht. So, wo haben wir denn jetzt hier noch? Aha. Ist das direkt über mir oder? Das muss direkt über mir sein. Diese Akustik aber auch, ne? Die Schlingel. Ist ja gut jetzt hier. Ist es nicht? Dann kann es eigentlich nur dieses eine. Oh ne, hier bin ich viel zu weit weg. Das kann es ja nicht sein, ne? Es wird jetzt so ein Spießrutenlauf von Telefon zu Telefon oder was ist das hier? Ich habe schon immer gewusst, ich hätte mir einfach ein Handy. Ich hätte auf meine Freunde hören sollen und mir einfach so ein dämliches Handy besorgen sollen. Ah ne, jetzt darf ich hier dreimal durchs ganze Haus laufen. Nur um so ein dämliches Telefon zu finden, das einfach klingelt und nicht aufhören will. Ey, das ist doch ein Witz, oder? Das muss hier sein. Das hört sich an, als wäre es genau hier. Vielleicht im Nebenzimmer? Hallo? Nope. Wahnsinnig. Ach, warte. Da war ja noch was. Genau, ich konnte hier. Bösewicht. Mal hier Licht machen. Ich konnte ja hier. Dieses Zimmer. Dann konnte ich hier nach links. Hier offen machen und dieser dämliche Clown, ich hasse Clowns. Na? Wolltest du auch schon? Nee. Nope. Ah. Läuft immer noch nichts Besseres, aber hier haben wir die Batterien. Maria hier. Aber ich höre das Handy, Telefon immer. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Na du. Ah, da ist es wieder. Ich weiß, ist das jetzt ein Hinweis oder ist das hier einfach nur pure Verarsche? Wie wahnsinnig machen so. Au. Hier, jetzt ist auch. Aha! Gefunden. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ja! Ich hab dich gefunden, du kannst aufhören. Hat das jetzt ein anderes gemeint? Ah, jetzt ist sicher ein anderes gemeint, ne? Tatsächlich. Ah, hier! Ha! Wieso hat der Kerl so viele Telefone? Also man muss ja nun wirklich nicht in jedem zweiten Zimmer ein Telefon Oh. Dankeschön. Wieso hast du nicht gleich hier auf dem angerufen? Dann hätte ich mir die anderen ersparen können, aber... Tja. Und Effizienz wohl noch nicht so viel gehört, ne? Ach, das ist zu. Tja. Wozu habe ich denn noch Schlüssel? Definitiv nicht, um Türen aufzumachen, die verschlossen sind. Dann schauen wir mal erstmal hier bei unseren freundlichen Kollegen und Nachbarn,
Ah, hier, die hier geht auf. Sehr schön. Und wir haben hier ein kleines gar nichts. Ernsthaft. Los, danke. Jetzt ernsthaft. Ich meine, okay, hier sind Batterien. Hier sind Streichhölzer. Aber hier ist sonst gar nichts. Aber mit gar nichts meine ich absolut gar nichts, mit dem ich was anfangen kann. Seite, eine Schlüssel, ein Schlüssel und eine Seite. Oder ich bin wieder so blöd und übersehe diese Seite hier. Während ich meine komplette Batterie hier verbrate. Und die verbrate ich, das ist mir jetzt wurscht. Wollen wir doch nicht. Jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich einen Schlüssel gefunden habe. Und hier direkt diese Tür gefunden habe. Aber hey. Das war ein komisches Geräusch. So, hier haben wir sonst auch nichts. Ach schon, die Fernbedienung wird jetzt ein Schlüssel. Also irgendwann muss ich hier mal beim Sender anrufen. Das kann ja wohl nicht angehen, dass ich hier zur Zeit nur den Mist hier bekomme. Hallo? Schritte. Licht, bitteschön, dankeschön. Hier haben wir jetzt wieder absolut gar nichts. Ja, über gar nichts freue ich mich natürlich immer besonders. Weil wenn ich gar nichts bekomme, das muss man nämlich so sehen, ne? Wenn ich gar nichts bekomme, dann kann ich auch gar nichts verlieren. Ja. Vielleicht, hier war ich schon lange nicht mehr drin. Vielleicht haben wir ja hier. Nee. Nee. Das ist übrigens aus dem letzten Kerl geworden, der hier solche dämliche Telefonstreiche gemacht hat. Ja. Ich tue einfach so, als hätte ich es nicht gehört. Hier waren wir auch schon länger nicht mehr drin. So. Hey, warte, stopp. Hier stimmt was nicht. Es war doch immer dieses Katzenzimmer. Oder? Katze ist weg, ne? Wo ist die Katze? Kann doch nicht einfach so eine Steinkatze hier einfach mal aufstehen, gemütlich die Tür aufmachen und rausspazieren. Ist verschlossen. Wenn verschlossen ist, dann nichts ich kann machen. Nee. Ach ja, der Clown. Was hat es eigentlich mit dem Licht auf dem Gartentisch auf sich? Auf dem Gartentisch. Auf dem Gartentisch. Welcher Gartentisch? Ich habe in dem ganzen Spiel noch nie einen Gartentisch gesehen. Denke ich. So. Ich denke, hier irgendwo von drinnen. Also ich würde meinen, so ein Gartentisch.